Hallo und herzlich willkommen bei Alanya Homex. Ich bin's wieder, eure Yeshim, und heute sind wir wieder für euch unterwegs. Und zwar in Oba? Jigjili? In Jigjili. Ich bin ganz durcheinander gekommen. Wir haben hier eine 2 plus 1 und zwar im 8. Stock. Und ich werde euch jetzt alles mal ein bisschen zeigen, aber zuallererst möchte ich bitte mit dem Ausblick anfangen, denn der Ausblick hier ist unschlagbar. Ihr seid in einer Anlage und seht tatsächlich von Kargejak bis nach Alanya Ende alles. Und jetzt kommt mal mit und ich möchte erst mal da anfangen. Also, wenn das mal nicht ein Ausblick ist, Freunde, dann weiß ich auch nicht mehr, was ich sagen soll. Ihr habt einen einwandfreien Burgblick, der abends natürlich atemberaubend ist. Ihr seht das Meer komplett ohne eine Behinderung vor euch, bis auf mich. Und ihr seht tatsächlich da hinten bis zu den Taurusbergen einmal durch bis nach Kargejak. Wer sich auskennt in Alanya, der weiß, von was ich rede. Ja, da fehlen sogar mir die Worte. Und wenn wir schon mal da draußen auf dem Balkon sind, der sehr schön verglast wurde, der sieht, man kann sich hier ordentlich hinlümmeln, genießt den Ausblick. Im Sommer macht man die Fenster auf und dann ist es wirklich ja, sehr schön. Und jetzt gehen wir auch gleich mal rein. Ihr seht, man hat hier ein bisschen Hand angelegt. Tolle Fliesen in diesem grauen Stil, sieht sehr schön aus. Die Küche ist an und für sich auch noch sehr gut in Schuss. Da kann man wirklich großartig sich nicht beschweren. Wir haben alle Gerätschaften da. Mikrowelle ist schon ein paar Tage alt. Da könnte man eventuell was Neues hinmachen. Und auch hier habt ihr eine sehr schöne Fensterfront mit einem tollen Ausblick raus auf das Meer. Ja, Platz zum Futtern habt ihr auch. Und dann haben wir hier wieder so einen schönen verschnörkelten Stuck, der uns auch gleich hier in das Wohnzimmer führt. Und auch hier seht ihr, habt ihr die tollen Fenster, um eben den Ausblick zu genießen. Wohnzimmer ist auch großzügig, kann man natürlich so gestalten, wie man es selber haben möchte. Aber es ist schön hell und von hier aus kommen wir auch gleich in das erste Schlafzimmer. Da habe ich schon gleich mein Armeebettchen mit aufgestellt. Ja, auch wieder Fenster. Man kann hier mit tollen Möbeln arbeiten, mit ein bisschen Wandfarbe. Also sehr schön. Und jetzt gehen wir erstmal in das nächste Schlafzimmer und dann schauen wir uns mal die Bäder an. Auch hier seht, das ist einmal hier durchgezogen worden mit den Fliesen. Auch hier schön hell. Da hinten hat man so ein bisschen Platz. Das kann man natürlich anders auch nutzen. Großer Kleiderschrank passt auch rein. Also und hier geht es, und ich folge euch gleich, in das große Badezimmer. Wir haben hier eine Eckdusche, Waschtisch, WC, Boiler, Waschmaschine. Also, so gesehen, alles in Schuss, man kann es benutzen. Wer natürlich sagt, Mensch, ich habe noch ein paar Euro 50, der sollte vielleicht in ein neues Bad investieren, dann sieht das hier nämlich alles einwandfrei aus. Und dann schauen wir uns auch gleich mal noch das Gäste-WC an. Das befindet sich hier im Flur. Von den Fliesen sind wir gleich, es ist nichts kaputt. Hier hat man eine Eckdusche, Waschtisch und ein WC. Platz ist auch da, ihr seht, man muss nicht so durchlaufen. Ja, schön. Ja, und da habe ich mich auch schon gleich auf dem Balkon gelümmelt für meine letzten Worte, die ich euch noch mitgeben möchte. Also ich halte noch mal kurz zusammen. Schöne große 2 plus 1 Wohnung in Oba. Auch hier wieder kein Problem mit dem Aufenthaltstitel. Im 8. Stock mit atemberaubendem Ausblick. Alle weiteren Informationen, Quadratmeter etc. pipapo, könnt ihr unten dann wieder in der Beschreibung lesen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Es hat mir riesig Spaß gemacht, euch das zu zeigen. Danke für eure Abos, Likes, Kommentare und wer Fragen hat, kann sich natürlich jederzeit auch telefonisch bei mir melden oder über WhatsApp. Ist alles kein Problem. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und in diesem Sinne sage ich Dankeschön und bis zum nächsten Mal, eure Yeshim. Tschüss!
Bitte.